Freunde, gucken wir, lass uns mal meinen E91 angucken. Der sieht aktuell so aus. Ja, das Ganze hat Folgendes zugrunde. Der war beim TÜV und der musste auch 17 an zum TÜV. Und da draußen steht ja schon mein neues Kfz. Ich mach nochmal die ISO runter, dass ihr den schönen Kumpel seht hier. Wunderschönes Kfz, Freunde. Ja, Freunde, und ich dachte eigentlich, okay, ja, lass die 17er drauf. Ich würde den auch auf den Felgen theoretisch gerne verkaufen. Bloß das Ding ist, ich kann den Anblick mir nicht mehr geben. Erstmal fahren die Felgen sich extremst scheiße, weil links Sommerreifen, rechts Winterreifen und links abgefahren, rechts nicht abgefahren. Und ich rede ja immer über Felgen. Und ich liebe Felgen, Freunde, Felgen, das ist wie kann ich das jetzt beschreiben? Ihr könnt aus einem schlechten Auto, also was jetzt optisch vielleicht nicht so schön aussieht, mit einer Felge immer sehr viel rausholen allgemein. Kleider machen Leute, Felgen machen Autos. Das hat mir irgendjemand gesagt, glaube ich. Das ist nicht von mir. Egal. Ich würde sagen, deswegen knallen wir heute mal ein paar Styling 230 drauf. Und zwar sind das die Kollegen. Erstmal, ja, die Reifen sind hinten an der Verschleißgrenze, interessiert mich aber nicht, weil ich diese ja jetzt nur montieren möchte und damit vielleicht mal 2-3 Tage rumfahren möchte und einfach mal mir die Optik so geben möchte. Ich hatte Styling 230 schon zweimal auf dem Fahrzeug drauf, einmal in Silber, einmal in Gold. Nie wirklich mit Spurblatt, nie mit Tieferlegung und nie auch mal hinten die 9J. Doch, bei den Goldenen hatte ich hinten doch die 9J. Ja, okay, gut. Hatte ich schon immer drauf, aber halt wirklich nie mit Tieferlegung und nie wirklich mit Spurplatten. Und deswegen will ich das heute noch einfach mal machen, um das Chapter auch für mich abzuschließen. Und ganz ehrlich, mir macht sowas extremst Spaß, einfach mal so eine Felgeprobe zu fitten an so einem Fahrzeug. Ob ihr das gefällt, ob das super bei euch ankommt, Freunde, ist mir eigentlich auch zweitens. Ich will es einfach euch mal zeigen und ich würde sagen, wir fangen an. Let's go. Weil vorne ist ja die dünnere Felge, also die 8J-Felge. Ich erkläre euch das so bei Mache mal ein bisschen, was das für Felgen sind. So, wir werden jetzt hier pauschal einfach mal 20er Platten dran machen. Ich muss gestehen, ich habe das alles schon mal in Felgenrechner eingegeben. Da kam das mit einer 20er Platte eigentlich ganz gut. Ich hatte ja die 132er, also das ist meine Vergleichsfelge, auch immer auf 20er. Die sind halt 9J, die sind jetzt ja die 230er. Das ist eigentlich die originale Felge auf dem Auto. Also die Styling 230, die ich jetzt verbaue, die gab es damals zu dem Auto so dazu. Vorne 8J und hinten 9J. Und damit hat man natürlich auch einen übelsten Wulst an Reifen drauf, weil vorne 225, 35 und hinten 255, 30, 19. Ihr wisst, auf dem Styling 132, die ja hinten schon 10J ist, hatte ich 235 hinten drauf. Also das ist natürlich ein anderer Stretch. Deswegen kann ich wahrscheinlich jetzt hier nicht ganz so krass gehen. Mag ich eigentlich die... Ui, nee. Das ist, glaube ich... Das wird gar nicht, glaube ich. Nee, das kann ich vergessen. Zahn kann ich mir jetzt schon ziehen. Das geht überhaupt nicht. Also selbst wenn ich den ablasse, der fittet nicht rein. Das schleift ja des Todes. Okay, das muss ich... Nee, das geht nie. Brauche ich gar nicht weiter hier verfestigen. Nee, das macht keinen Sinn. Das passt überhaupt nie. Immer noch krass, glaube ich. Gar keinen Fall passt das. By the way, es ist eigentlich richtig, richtig geil, wenn man einfach 5, 10, 15, 20, 25 und 30 mm Spurplatten besitzt, weil man hat immer eine passende Spurplatte da. Ja, so ist okay. Man braucht vorne einfach auch ein bisschen mehr Platz. Ja, und die 10er-Platte ist schon gut für das Auto. Also das sieht schon, das ist schon hart an der Grenze, glaube ich. Weil man hat halt hier mal das Problem. Ja, hier geht's jetzt. So, wir gehen mal hinter, da wird es glaube ich interessanter. Gehen wir wieder auf 20er. Problem ist halt dabei, durch diesen breiten Reifen. Ey, der Reifen macht so viel aus, das passt nie im Leben. Passt das? Also, der fette Reifen einfach, das ist das Problem. Nee, die Reifenwulst ist einfach zu groß. Dafür brauche ich kein Studium. Also,
Alter. Freunde, holt euch originale Felgen, yo. Das ist der Shit. Kappa. Das ist der letzte Dreck. So, Freunde, bei der Optik fehlt natürlich noch was. Völlig logisch. Ja, Freunde, nochmal ein kleiner Einspieler. Ich kriege immer wieder die Frage, was ist mit den Narbendeckeln? Die gibt es ja nicht mehr in meinem Shop. Ja, aus Copyright-Gründen darf ich die dort leider nicht mehr verkaufen. Wenn ihr so ein paar neue Narbendeckel haben wollt, schreibt mir gerne die DM auf Insta, da bekommt ihr einen guten Tipp, wo ihr die herbekommt. Ja, was sage ich zu den Styling 230? Ich muss ehrlich sagen, ich bin echt überrascht von der Felge an sich. Ich war ja eigentlich ziemlich satt gesehen von dem Modell und ich dachte mir immer, oh, puh. Ja, also wenn ich so die 230 auf dem Auto gesehen habe, dachte ich immer, ja, pff. Bisschen langweilig, aber das hat sich jetzt geändert, seitdem ich die selber hier auf dem Auto mal selber gefahren bin, weil schön tief und ich finde, wenn das Auto tief ist, macht das die Felge unfassbar cool und krass. Ich blende euch jetzt mal ein Bild ein, die 230er auf dem tiefen E92. Sieht absolut barbarmäßig aus und das heißt, das Felgendesign ist cool. Das Schöne an den Felgen ist, das ist eine originale Felge, die es auf dem Modell so gab. Das heißt, man kann die eigentlich relativ easy eintragen. Also da sollte nicht viel dabei sein. Das Einzige, was mich jetzt an der Felge stören würde, diese blöden Maße halt. Also vorne 8J, hinten 9J, ist ein bisschen blöd für das Auto, meine Meinung. Dann lieber 8,5 und 9,5, wie das halt viele andere Felgenhersteller mitbekommen haben. Zum Beispiel so eine Arbus AC MB4 ist ja so eine typisch gemachte E90-Felge aus meiner Sicht. Die ist halt optimal von der Größe her. Ihr könnt dort die normalen Reifen drauf fahren, die 225 und 255 hinten. Und ihr habt ein bisschen mehr Platz, weil ihr seht hinten, ja, ist gebürtelt bei mir, aber hier geht ja gar nichts. Also durch diese unfassbar breiten Reifen, durch den 255er, Freunde, das ist halt kein Fitment hier, wirklich 0,0. Und mehr geht hier nicht, weil dann ist hier am Ende. Eintragen heißt nochmal 5 mm weiter rein hinten. Ihr habt nie gebürtelt, heißt nochmal 5 mm weiter rein. Und dann verschwindet die Felge komplett. Also das macht eigentlich gar keinen Sinn. Deswegen vielleicht lieber eine breitere Felge wählen. Also mir würde das so schon wegen den Reifen von der Felgendimension her würde mir das einfach nicht passen. Dann würde ich lieber hier so eine Wuchtfelge nehmen hier. Wie ich sie ja schon auf dem E91 gefahren bin. Eine 10J. Ich meine, glaube hier sind jetzt 235 drauf. Aber wenn man hier einen 255er drauf macht, ist es eigentlich die optimale E91-Felge. Zumindest von der Breite her, meine Meinung. Und ich finde, die 132er sehen noch mal ein Stückchen krasser auf dem Auto aus. Die sind natürlich fast unmöglich einzutragen. Aber egal, Freunde. Ich wollte euch einfach mal die 230er auf dem Auto zeigen. Wie findet ihr es? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich würde sagen, wenn dir das Video gefallen hat, gib mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. In diesem Sinne, Regenrinne, haut rein und